Kennst du das? Du bist abgeschlagen, müde, kannst dich nicht mehr konzentrieren. Es könnten Vitamin-D-Mangelsymptome sein. Nicht nur die Punkte, die ich gerade genannt habe, auch Knochen- und Muskelschmerzen gehören zu den Vitamin-D-Mangelsymptomen. Und ich hatte letztens eine junge Dame in der Apotheke, die hatte einen Wert von 5,6 Nanogramm pro Milliliter. Das ist unglaublich niedrig. Sie war ein bisschen verunsichert, hat gedacht, muss ich jetzt sterben? Aber das natürlich nicht. Aber sie hatte Haarausfall, war sehr häufig krank, konnte sich nicht mehr konzentrieren, hat auch viel zugenommen. Und ihr Wert ist wirklich extrem niedrig. Und die Ärztin, bei der sie war, hat natürlich dann sehr hochdosiertes Vitamin D verschrieben. Und nach ein paar Wochen war es dann so, dass es ihr viel, viel besser ging. Und sie war viel glücklicher. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall so ein Video machen, weil natürlich sind diese ganzen Vitamin-D-Mangelsymptome, die ich dir jetzt genannt habe, sehr unspezifisch. Das muss nicht von einem Vitamin-D-Mangel herkommen, sondern es kann natürlich auch sein, dass das etwas anderes als Ursache hat. Aber wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, wenn du dich wirklich über den Winter nicht so gut fühlst, dann lass beim Arzt auf jeden Fall deinen Vitamin-D-Spiegel überprüfen. Ich war letztens bei einem Krankenhaus, das wir versorgen. Das ist ein psychiatrisches, psychologisch fundiertes Krankenhaus mit vielen Oberärzten und Chefärzten. Und wir machen für die immer so eine Auswertung. So eine Auswertung, wo drauf steht, was sind die Artikel, die am meisten gehen, welche Gruppe ist da eigentlich am meisten angefordert vom Preis her. Und das ist bei diesem Krankenhaus immer Psychopharmaka gewesen. Und dieses Mal war es komplett anders. Dieses Mal war Psychopharmaka nicht an erster Position, sondern Vitamine. Und die Oberärzte und Chefärzte haben das dort über ein Jahr jetzt mal durchgezogen. Und ich habe deren Feedback mal eingefordert und gefragt, wie deren Erfahrung ist bei dieser Umstellung auf die Vitamine, weil da war Vitamin D dabei, da war Magnesium dabei, Vitamin K2, es waren Vitamin B-Reihe mit dabei, also verschiedenste Supplementierungen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja, oh, bei der und der Vitaminsache reicht das und das aus. Da gibt es andere, die sagen, da müsste man mehr nehmen. Und für mich ist immer wichtig zu wissen, wie ist es denn wirklich in der Praxis? Wie ist es wirklich in der Realität und nicht nur von Menschen gemacht für die Masse. Und da war es mir wirklich ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, okay, die haben gesagt, die haben ihre Patienten so eine, haben bei ihren Patienten so eine Verbesserung gemerkt, dass sie wirklich umgestellt haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und eines der wenigen Krankenhäuser, die mal anders gedacht hat. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Und das wollte ich dir einfach nur mal mit dir teilen. Und ich will natürlich sagen, 5,6 Nanogramm pro Milliliter ist extrem niedrig. Was sind denn so Referenzwerte? Der normale Bereich liegt bei 35 Nanogramm pro Milliliter bis zu 59, 60. Das ist normal, das ist Mittel. Alles, was drüber ist, so 60 bis 90, ist moderat hoch. Das ist auch meine Empfehlung, besonders weil, wenn du weißt, dass in Deutschland über 80% der Bevölkerung über den Winter einen Vitamin-D-Mangel entwickeln, ist es für dich sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn du häufiger Infekte hast, wenn du Vitamin-D-Mangelsymptome hast, die ich dir aufgelistet habe. Es gibt noch viele andere, also schreib auf jeden Fall, wenn dich das Thema interessiert, wenn du denkst, es könnte ein Vitamin-D-Mangel sein, dann schreib in die Kommentare, wenn du da Fragen zu hast. Also das ist natürlich wichtig. Viele sagen ja, aber Ernährung, Vitamin D wird meistens vom Körper selber gebildet, weil es eine hormonartige Wirkung ist mit der Sonne. Und wenn du dich viel eincremst, viel im Büros bist, also die Sonnenlicht nicht so viel auf deine Haut aufschlägt, um aus Cholesterol dann wirklich das Ganze in deinem Körper zu bilden, dann ist es für dich auf jeden Fall ein Thema. Und ja, ich gebe dir einfach nur mit, lass es mal checken vom Arzt, und lass es mal überprüfen, weil Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, was du mit der Nahrung auch aufnehmen kannst. Aber wenn du es supplementierst, solltest du es auch mit fettreicher Mahlzeit zu dir nehmen. Weil wenn du kein Fett in der Mahlzeit hast, dann wird das Vitamin D nicht so gut aufgenommen. Ja, nur als Tipp, wenn du Vitamin D zu dir nimmst, dann immer mit fettreicher Mahlzeit. So,
Das war's aber schon für heute. Wenn dich noch andere Themen interessieren, vielleicht andere Vitamine, aber auch andere Themenblöcke, was Gesundheit betrifft oder gesunde Ernährung, da mache ich ja im Moment das Mind Diet Programm 2020, wo sich schon sehr viele mit identifiziert haben und wo ich schon große Erfolge mitgefeiert habe mit den Leuten, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.